So, hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Vlog von mir. Sorry, dass ihr mich jetzt nur kurz seht. Ich bin gerade am Rollladen aufmachen. Ich bin nämlich jetzt gleich, ich will jetzt gleich wegfahren. Und zwar will ich nach Frankreich in den Action fahren, ja. Aber vorher muss ich noch mit Luna gehen. Und heute ist echt total kalt. Es war gestern totaler Sturm bei uns. Also richtig, richtig scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig kalt. Und es hat auch einmal angefangen zu stürmen. Da hat man echt gemeint, man fliegt weg. Ja. Und wie gesagt, jetzt gehe ich mit Luna kurz laufen. Und dann werde ich in den Action fahren. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber Schwesterlein hat angerufen und gefragt, ob ich mitgehe. Und mein Mann, der sucht noch eine Thermoskanne. Und die haben im Aldi eine im Angebot. Allerdings hat sie gemeint, guck doch erstmal im Action, vielleicht kriegst du da noch eine. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen fertig gemacht. Fertig bin ich ja schon immer. Aber ein bisschen geschminkt. Und jetzt gehe ich mit Luna kurz. Und dann geht's in den Action. So, jetzt bin ich unterwegs. Ich muss euch aber ein bisschen weiter runterheben, weil mir die Leute so komisch. Ich habe übrigens auch meine neue Jacke an. Die habe ich bis jetzt, seit ich sie habe, einmal angehabt. Aber meine andere, die ein bisschen dünner ist, ist gestern dreckig geworden. Und die habe ich jetzt in der Wäsche. Und deswegen habe ich jetzt die an. Die ist mir eigentlich für zum Autofahren viel zu dick. Aber ja, hui, hier fliegt aber alles rum von gestern. Hier fliegen Bleche rum und alles Mögliche. Oh, da scheint es ja schon mächtig abgegangen zu sein hier. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Da guckt mal auf den Boden, wenn ihr es sehen könnt. Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, will ich jetzt kurz mit Luna laufen. Und dann geht's ab in den Action. Mal gucken, ob ich da fündig werde. Wenn nicht, fahre ich halt, wenn ich Rückzugs fahre, doch noch in den Aldi und nehme da eine Thermoskanne mit. Ja, weil wir hatten zwar zwei zu Hause, aber keine Ahnung, wo die abgegangen sind. Ja, genau. Aber es ist echt, komm mal da, echt kälter geworden, wirklich. Also im Gegensatz zu den letzten paar Tagen, wo wir 15, 16 Grad hatten, ist es heute echt kalt. So, wartet mal kurz. Da seht ihr das Blech. Das ist echt ein Metallblech. Und das ist irgendwie, wie gesagt, vom Sturm hierher geweht worden. Das hat von jetzt auf nachher richtig angefangen. Keine Ahnung, ich habe gedacht, erst ist es der Fernseher, aber nee. Und geregnet, es regnet schon seit 14 Tagen oder 3 Wochen ununterbrochen durch. Und es ist nicht gerade wenig. Täubchen sind auch wieder auf dem Feld. Die suchen wieder Essen, die kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Danke übrigens für euer, hoppla, Luna, nicht so weit rüber, für euer Feedback von meinem letzten Vlog und danke, dass so viel auf meinem Familienkanal vorbeigucken. Habe mich tierisch gefreut, aber da könnt ihr gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Ich habe mich ja über euer Abo gefreut, aber ich freue mich auch über einen Kommentar. Da seht ihr übrigens die Täubchen, wenn ihr sie seht. Guckt mal. Luna findet die immer ganz faszinierend. Und ja. So ihr Lieben, jetzt bin ich aber kurz raus, wie gesagt. Ich denke, wir sehen uns dann im Action wieder. Und dann würde ich sagen, bis später. So, hi ihr Lieben, ich grüße euch. Ich habe jetzt super den Ständer für meine Kamera. Habe ich mir jetzt eben im Action mit. Voll genial, das Teil. Da muss man nur auf den Knopf drücken, dann verstellt sich das. Finde ich gut. Ich hoffe, das hält jetzt. Und zwar bin ich, man kann es ein bisschen hier erkennen, noch am Action. Das Wetter ist jetzt richtig scheiße geworden, wo ich im Action war. Es hat sich total zugezogen. Ich mache mal hier kurz das Fenster zu. Ja, sorry, Musik. Ja, ich muss immer Musik hören, wenn ich unterwegs bin. Also ich bin jetzt noch im Auto, wie gesagt. Ich fahre jetzt gleich nach Hause oder noch kurz in den Aldi. Auf alle Fälle wollte ich euch nur kurz zeigen, was ich gekauft habe. Ich habe einmal Cheetos geholt. Also wir machen jetzt hier einen kleinen Action-Haul.
Ich habe 47 Euro ausgegeben. Ich wollte eigentlich nur drei Sachen holen. Ja, einmal diese Cheetos Spinners, zarte Paprika Snacks, die, wo ich normalerweise gar nicht mehr essen darf. Die habe ich jetzt auch geholt in Käse nochmal, und zwar zweimal. Ja, was soll ich sagen, die sind einfach genial. Dann habe ich mir so eine Box für den, ich muss jetzt hier gucken, die denken bestimmt, ich habe nicht alle Tassen im Schrank, für den Kühlschrank geholt. Das ist so eine Plastikbox, und da könnt ihr schon sehen, ich habe wieder Kerzen geholt. Ja, weil die waren, bei uns sind Kerzen aus. Mein Mann hat zwar gesagt, er hat noch einige, aber ja. Ich habe mir einmal von Glade Dancing Flowers die hier geholt. Dann, ich weiß gar nicht, wo ich das Ganze hier hinstellen soll. Einmal Cherry Blossom, die hier. Und dann, Moment, einmal Apple and Cinnamon, das sind die hier. Und einmal Exotics Escape, das sind die hier. Und dann habe ich mir noch so eine Gesichtsbürste geholt. Ich denke, da muss eine Batterie rein, oder die geht einfach so, was weiß ich, keine Ahnung. Multifunction, keine Ahnung, Faction. Facial Brush, Massage. Das ist die hier. Ja, jetzt seht ihr das natürlich genau so. Das ist die hier. Die war für 1 Euro irgendwas im Angebot. Ich bin mal gespannt, wie die ist. Also wie gesagt, ich habe mir dann so eine Box für 1,57 Euro für den Kühlschrank geholt. Und ich denke, da kann man eine Menge reintun, was so im Kühlschrank immer rumfliegt. Und dann kann ich das besser einräumen. Dann habe ich mir noch einmal Cozy Cinnamon Kerzen geholt und einmal Green Scent Levers, keine Ahnung. Das sind die hier, die riechen echt richtig mega, mega gut. Die grünen. So, was habe ich noch gekauft? Einmal mein Lieblingsweichspüler vom Action. Da gab es allerdings diesmal nur den gelben und den weißen in Cotton. Der war aber teurer. Ja, dann habe ich mir dreimal Servietten mitgenommen für 55 Cent, weil ich fast keine mehr habe. Dann habe ich noch einmal Glade Sweet Fantasies, Pflaume, Brombeere und Feilsche mitgenommen. Sorry, wenn ich jetzt hier so zack zack den Dinger hier mache. Aber wie gesagt, ich stehe hier noch auf dem Parkplatz und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt, bevor ich zu Hause bin. Dann habe ich einmal von Sios mir wieder eine Haarfarbe mitgenommen. Und zwar London Red. Das ist das hier. Genau. Einmal wieder für meinen Glow. Da habe ich den grünen die ganze Zeit gehabt. Jetzt habe ich mir mal diesen Active Fresh tropische Blumen mitgenommen. Ich habe hier irgendwie keinen Platz mehr, keine Ahnung. Dann habe ich für Luna ein Spielzeug mit. Das ist das hier. Ich hoffe irgendwie, dass das jetzt mal hier weggeht und man das nicht sieht, keine Ahnung. Das ist so ein Seil und mit so einem Ball für die Zähne. Da freut sie sich bestimmt. Sorry, jetzt bin ich total überbelichtet hier. Ich mache mal ein bisschen das Licht runter. Ja, das ist noch schlimmer. So, jetzt haben wir doch wieder Natura. Jetzt sind wir fast ein bisschen zu dunkel. So. Ja, dann habe ich mir wieder zweimal meine Soßen mitgenommen. Die sind leer. Ich liebe diese Soße. Also für jeden, der in den Action fährt, das ist ein Geheimtipp, diese Yummy-Soße. Die hat so eine Zwiebel drauf. Leute, die müsst ihr probieren. Glaubt mir, er wollte nie wieder andere. Da gibt es noch Knoblauch und für Pommes extra und so weiter. Ich liebe diese Soßen. Dann habe ich Luna wieder so zwei Knochen mit so Mark drin. Die liebt sie. Mittlerweile gibt es aber nur noch so kleine, keine Ahnung. Für Selina einmal Mikrowellen-Popcorn salzig. Die mag kein Süßes. Dann das, was ich eigentlich holen wollte im Aldi, wo ich euch ja gesagt habe. Oder habe ich euch das gesagt? Oder habe ich es nur der Manuela erzählt heute Morgen in Sprachnachrichten? Auf alle Fälle will mein Mann eine Thermoskanne. Und im Aldi haben die im Angebot für 7 Euro irgendwas. Drei verschiedene Sorten, wenn ich es noch nicht erzählt habe. Und jetzt habe ich im Action geguckt. Die haben auch eine große mit 1 Liter. Das ist jetzt 0,5. Ich möchte noch im Aldi vorbeifahren und mal gucken. Vielleicht nehme ich die noch mit. Jetzt habe ich auf alle Fälle so eine. Und wenn nicht, benutze ich die. Dann habe ich mir wieder
Dinger mitgenommen für zum Geschirr reinigen. Einmal Palmolive, das war auch im Angebot für 1,19 Euro. Und ich habe noch für Selina Kleiderbügel mit, weil wir waren ja in Ikea, da habe ich euch aber allerdings nicht mitgenommen, weil, wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, oder besser gesagt, das erkläre ich euch alles noch in einem extra Video. Und da habe ich euch da nicht mitgenommen und deswegen, die hat dann einen Kleiderschrank bekommen und auch so ein bisschen was. Und da habe ich ihr jetzt diese Kleiderbügel mit, weil die, wo sie hat, nicht reichen. So, und jetzt mache ich das Ganze hier wieder rein, damit ich auch Auto fahren kann. So, die Kiste noch für den Kühlschrank. Also die finde ich genial. Da gibt es verschiedene Größen. Und ich finde die Preise einfach unschlagbar. Da werde ich mir wahrscheinlich noch eine oder zwei zulegen. Mal gucken, wie sich das im Kühlschrank verhält. So, und dann habe ich noch für mich, guckt euch mal das an, das war im Angebot für 1,99 Euro. Das ist mega schön. Da gab es so zig verschiedene davon. Und ich habe mir dann gedacht, nee, die kannst du nicht alle mitnehmen. Das ist richtig, richtig schön. Das werde ich wahrscheinlich auf den Tisch stellen und dann das Salz und Pfeffer und so weiter reinmachen oder Öl, mal gucken. Dann habe ich mir die zwei hier mitgenommen für ins Wohnzimmer. Das sind, jetzt fahren hier gerade Autos vorbei, die denken, warum hebe ich das Ding in die Scheibe? Das ist so ein Regal, die gibt es auch im Ikea und die waren für 1,99 Euro auch im Angebot. Metall Wall Shelf nennt sich das. Ich denke, ich habe es richtig ausgesprochen. Da kann man dann da vorne hier so die Buchstaben drauf machen, die da drinnen sind. Und es ist dann so ein Regal, das ist dann so frei und da kann man Bilderrahmen und so Zeug reinstellen. Ich habe mir gedacht, für 1,99 nehme ich mir mal zwei Stück mit. Und dann habe ich für Selina, da ist sie schon die ganze Zeit rumgeschlichen. Und die waren echt immer teuer, so zwischen 7 und 9 Euro. Und jetzt waren die heute im Angebot für 1,99 Euro. Da gab es Flamingo, Ananas und das hier. Und dann habe ich ihr, jetzt muss ich warten, bis der hier kurz weg ist, so, das hier mitgenommen. Und zwar ist das ein Kaktus mit LED-Lichter für in ihr Zimmer. Und ich habe mir gedacht, jetzt wo sie so ihr Zimmer neu gestaltet hat, passt das super rein. Und wie gesagt, da ist sie schon die ganze Zeit drum rumgeschnicken. Und das habe ich ihr jetzt mitgenommen. Da bin ich mal gespannt, was es sagt. Und für 1,99 Euro habe ich ja schon überlegt, ob ich nicht noch den Flamingo und die Ananas mitnehme. Aber nee, das habe ich halt nur gesagt. Das sieht dann so aus, wenn die Lichter an sind. Da bin ich mal gespannt, was die Madame dazu sagt. Ja. So, ihr Lieben, jetzt fahre ich aber wirklich weg. Wie gesagt, die Handyhalterung, oder besser gesagt, die Kamerahalterung ist für Handys und für Kamera. Ist mega klasse, so kann ich immer filmen, ohne mich irgendwie zu bewegen. Das ist richtig genial. Da drückt man auf den Knopf und dann geht das so auseinander und dann kann man das richtig gut einstellen. Jetzt werde ich aber fahren. Wie gesagt, ich will noch in den Aldi. Und ich würde sagen, ich melde mich dann wieder bei euch, wenn ich im Aldi bin oder später. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. So, ihr Lieben, ich bin jetzt kurz im Netto. Trinken mit. Wandern dann nur das Trinken von Dobi. Ich bin jetzt wieder da. Wie gesagt, ich war jetzt noch im Aldi und im Netto. Netto habt ihr ja gesehen. Aldi konnte ich leider nicht filmen. Da waren ein bisschen viele Leute. Ich habe zwei Eisbergsalat mit. Also im Moment ist Obst und Gemüse echt sowas von teuer. Kann ich euch sagen. 1,29 Euro. Dann 1,19 Euro die Gurke. Keine Ahnung, wann Gurken das letzte Mal das so teuer waren. Dann habe ich endlich in dem Aldi wieder mein Flatbread mitgenommen. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Zweimal in Normal und zweimal in Meerkorn. Das liebe ich. Das ist richtig Weight Watchers freundlich. Und also recht punktefreundlich. Und da kann man, da hinten steht ja noch meine Getränke. Ich habe zweimal Cola Mix mit und einmal Wasser mit Kirsch. Weil, wie gesagt, mein Mann will nur die Getränke aus dem Netto. Der möchte die anderen nicht, schmeckt ihm anscheinend, keine Ahnung.
Ja, auf alle Fälle kann man mit den Flatbreads so alles machen. Man kann sich das toasten, man kann es sich belegen, man kann es füllen, man kann es als Pizza machen und so weiter und so fort. Echt genial als Brotersatz. Dann habe ich zweimal Semmeln mitgenommen. Dann hatten sie das hier im Angebot. Das ist von Glinair, Teppich- und Polsterreiniger, stark gegen Flecken und Gerüche sanft zu Farben und Gewebe. Das ist extra für Tiere oder so irgendwas. Haustiere, Kaffee, Tee, Fett, Öl und Soßen, Kosmetika, Rotwein und so weiter. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Dann habe ich mir einmal einen vegetarischen Kichererbsen-Curry-Wrap-Füllung mitgenommen. Das ist das hier. Die haben doch im Moment diese amerikanischen Wochen. Und da habe ich mir das hier mitgenommen. Einfach mal, wenn ich mittags, wie gesagt, schnell was machen muss. Dann habe ich für Selina Dr. Pepper mitgenommen. Da hat sie im Moment echt eine Vorliebe dafür. Und da habe ich ihr zwei Dosen mit. Dann habe ich Hackfleisch mitgenommen. Aber dieses Mal normales. Ihr habt ja gesehen, ich habe im Netto für mich noch veganes mit. Und guckt mal, wie die das Hackfleisch jetzt eingepackt haben. Nicht mehr in Kartons, sondern in Plastikfolie. Also sowas von unnötig, steht aber drauf, vollständig recycelbar. Sind wir mal gespannt. Also habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dass so Hackfleisch eingepackt ist. Naja, dann habe ich einmal Laugenstange kleine mitgenommen. Die waren 30% reduziert. Die werden auch nicht alt. Und einmal Karsländer leicht für mich. Und zweimal diese Käsesnacks, auch in leicht. Die essen die Kids auch echt gern. Und einmal diesen Lecher, Röde Treffle, keine Ahnung. Auch in Lecher. So, ich habe im Aldi 33 Euro ausgegeben. So viel wollte ich eigentlich gar nicht ausgeben. Jetzt habe ich hier einen Karton, den schmeiße ich jetzt gleich raus. Weil bei uns ist nämlich der Papiermüll noch nicht geholt worden. Habe ich also noch Glück. Also wie gesagt, hier ist mein veganes Hack. Das habe ich mir zweimal mit. Einmal Apfelmus. Dann habe ich einmal falsche Soße, merke ich gerade. Ich habe zweimal Geflügel, die wollte ich gar nicht. Ich wollte Raumsoße. Einmal einen Haribo Ostermix, da konnte ich nicht widerstehen. Und für mich noch Pepsi Cherry Max mit Zero. Ja, das habe ich im Netto geholt, mehr nicht. Und wie gesagt, die Getränke, weil mein Mann halt leider nicht das normale vom Aldi das so will. Der sagt immer, das schmeckt nicht, das vom Ding schmeckt am besten vom Netto. Also, so, jetzt tue ich den Karton raus. Ich könnte ihn zwar eigentlich auch durch den Ofen jagen, aber den tue ich jetzt raus, weil wie gesagt, Papiermüll ist noch nicht geleert. Habe ich also noch Glück, dass der noch wegkommt. Oh na, das war doch ich. So, den stelle ich jetzt einfach mal da oben drauf. So, könnt ihr den nachher mitnehmen. Jetzt habe ich doch, oder wurden bei uns gestern oder heute Morgen die gelben Säcke geleert. Und durch den Wind und alles sind die total durch die Gegend geflogen. Und es haben doch einfach irgendwelche Idioten, muss ich so sagen, den Müll, der in der Gegend rumgeflogen ist, einfach bei mir durch den Zaun gesteckt. Das sage ich nur. Weiter möchte ich es nicht machen, sonst werde ich wahrscheinlich gestraft von YouTube. So, ihr Lieben, das werde ich jetzt alles verräumen. Ich habe es euch ja jetzt gezeigt, Action, und den Rest, dann werde ich mal mir was zwischen die Zähne schieben. Ich habe nämlich Hunger, ich habe mir jetzt schon die Heizung angemacht und ich habe auch noch keine Tabletten genommen. Wir haben schon 12:30. Gestern habe ich gar keine Tabletten genommen, weil ich es vergessen habe. Oh weh, wenn das mein Arzt erfährt. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn es was Neues gibt. Ich glaube, irgendwie besteht dieser Vlog nur aus Einkaufen und Hauls. Aber das ist mal was anderes und dann sage ich mal bis dann. So, ihr Lieben, ich habe jetzt meine Arbeit soweit fertig. Spülmaschine läuft, Waschmaschine läuft,
Ich mache jetzt gerade den Salat fürs Abendessen. Das ist Olivenöl und Kartoffeln kochen schon. Ich mache Pellkartoffeln und gefüllte Paprika. Das habe ich euch jetzt glaube ich erzählt. Also die Paprika sind im Ofen. Zum Schneid fast eine Stunde. Und Pellkartoffeln kochen. Ich mache jetzt noch den Salat dazu. Da könnt ihr das Öl auch bei dem sehen. Das werde ich morgen machen. Dann mache ich mir Pak Choi wieder. Und heute Abend denke ich, werde ich mir noch ein Müsli mit Heidelbeeren und so weiter machen. Mal gucken. Wie gesagt, okay, die Paprika sind unten drin. Salat ist hier. Ja, bei 6 Personen braucht man halt immer ein bisschen mehr Salat, wenn nur ein bisschen. So, den mache ich jetzt noch an. Dann werde ich den Tisch stricken, weil mein Mann kommt eine halbe Stunde. Dann könnt er essen. Oder wir alle bewegen. Ja. Und dann muss mein Sohn später noch zum Arzt. Der muss wahrscheinlich da noch hinfahren. Mal gucken, ob ich gar keine Lust habe. Kühlschrank habe ich auch aufgeräumt. Ist noch ein bisschen durcheinander, aber ich habe jetzt zum Beispiel die Box, die ich mir heute mitgenommen habe, da habe ich jetzt alles meins rein, also meine vegane Wurst, mein veganer Aufschnitt und so weiter, habe ich jetzt alles für mich die Box gemacht, sorry, wenn es so laut ist, machen wir mal zu, dann hört es nicht ganz so laut, ja, das habe ich jetzt alles da reingemacht, wie gesagt, ich mache jetzt noch den Salat an und dann, wenn der Video noch nicht so lang ist, melde ich mich dann später nochmal. Und wenn ich dann zur Endcard. So, ihr Lieben, jetzt drehen wir die Endcard von meinem Vlog. Ich bin gerade am Kochen. Und zwar habe ich, ja, was ist Gebäck? Ich finde doch nur mich, Twitch. Und zwar habe ich gerade einen DM und Rossmann Haul abgedreht. Fragt lieber nicht. Ich bin gerade am Kochen und zwar mache ich mir mein Mittagessen. Ich mache mir heute eine Linsen-Brokkoli-Pfanne. Jetzt habe ich gerade den Brokkoli und den Blumenkohl. Koche ich jetzt gerade ein bisschen vor, weil der war noch gefroren. Aber frischen habe ich leider keine gekriegt. Ja, und heute Abend werde ich mir ein Bier machen. Dann wird es für die Herrschaften jetzt Hähnchenbrustfilet geben. Und ich mache mir meinen Pak Choi. Und mal gucken, vielleicht mache ich Reis dazu oder was anderes. Gestern hatte ich gefüllte Paprika mit Pellkartoffeln. Gefüllte Paprika sind von 6 Stück, noch 2 da. Hat anscheinend geschmeckt. Ja, und das werde ich jetzt machen. Wie gesagt, da brauche ich jetzt noch meine roten Linsen. Ich denke, dass der Vlog auch mit dem Action Haul und mit dem was noch Netto Haul lang genug ist. Ja, ich werde euch jetzt auch abwürgen, weil Selina hat nämlich Hunger. Die steht nämlich da, die ist krank. Und ich möchte nicht vor die Kamera, sorry, wenn ich heute so aussehe. Also draußen ist, fragt lieber nicht, was für ein Wetter. Es ist zum Davonlaufen. Ja, ich würde sagen, ich drehe jetzt den Schluss. Freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, wie gesagt, der Haul ist nicht so lang oder der gesamte Vlog. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuguckt. Oder zuschaut, besser gesagt. Ich habe noch ein bisschen was vorgedreht für euch. Dann habt ihr ein bisschen was zu gucken. Kokosnussmilch brauche ich für die Linsen. Hat übrigens wieder 3 Punkte, falls jemand Weight Watchers macht. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Genießt den Tag, bleibt mir gesund, passt auf euch auf. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.